Komm, ich lauf nicht wieder rückwärts. Bitte. Ja, mach langsam und lauf nicht rückwärts. Komm jetzt. Wir sind ja gleich da. Warte kurz, entschuldige, Schatz. Der Papa ruft. Hallo, ich bin Hallo? Martin. Ja, Schatz, hör sie schon. Till ist am Auf- und Abspringen. Komm. Ja. Ja, okay. Ich weiß Bescheid. Gut, dann bis später. Till! Klinik am Südring, die Familienhelfer. Ey, pass doch Till, auf, um Gottes Willen! Hast du keine Augen im Kopf? Boah. Ist was passiert? Alles in Ordnung? Komm mal her. Geht's Ihnen gut? Ist es schlimm? Ach, Schatz, was machst du denn? Hast du dir wehgetan? Was ist denn passiert? Kannst du nicht rückwärts laufen? Du musst auch gucken. Ich hab gesagt, du sollst aufhören, rückwärts zu laufen. Es tut mir so leid. Ich bin sehr verwundert über Tills Verhalten. Das konnte ja jetzt nicht so weitergehen. Das geht jetzt schon seit 2 Wochen so. Er hat sich mehrfach verletzt, am Arm und am Kopf. Und heute der Unfall mit der Radfahrerin. Also es muss wirklich ein Ende haben. Ich hoffe, wir finden jetzt eine Lösung und dann wird alles gut. Um zu sehen, ob ein motorisches Problem hinter Tills Rückwärtslaufen steckt, hat Mutter Nora bereits vorige Woche Mia Odenthal kontaktiert und sich mit ihr an einem Indoor-Spielplatz verabredet. Was die Motopädin herausfinden wird, hat die Familienhelferin so auch noch nicht erlebt. Frau Bäumers, hallo, sind Sie das? Bist du der Till? Ja, ist der Till. Entschuldigung, bitte, es ist mir total unangenehm. Mein Sohn hat im Moment so eine Phase, aber läuft so gerne rückwärts. Es tut mir so leid. Kann ich Ihnen das Rad bezahlen? Das ist alles nicht ich bezahle ihn das sehr gerne. Frau Bäumer, kannst du irgendwie helfen? Dran. Ich habe das gerade schon von Weitem gesehen, dass Ihr Sohn hier in das Fahrrad gerannt ist. Ist bei dir alles in Ordnung? Hast du irgendwo Schmerzen? Okay, das ist jetzt erstmal das Wichtigste, dass ihm nichts passiert ist. Ich habe mir für den Fall Familie Bäumer hier den Indoor-Spielplatz ausgesucht. Ich habe das Glück, dass ich hier vor den Öffnungszeiten arbeiten darf und so hervorragend spielerisch meine Testverfahren mit den Kindern ausführen kann oder auch schon mal therapeutisch hier arbeite. Und das habe ich in dem Fall auch getan. Till ist ja ständig hier rückwärts gelaufen und ich habe direkt gemerkt, dass das ein sehr harter Fall wird. Eigentlich noch härter, als ich am Anfang erwartet hatte. Ist denn irgendwie sonst irgendwas mal aufgefallen im Verlauf der gesamten Entwicklung? Also wenn Sie jetzt noch mal kurz zurückgehen von der Geburt an bis heute, war immer alles in Ordnung, war alles normal und Sie sagen jetzt vor 6 Wochen war auf einmal alles anders genau und seit 2 Wochen läuft er so extrem rückwärts. Wir sind eine sehr harmonische Familie, wir haben eigentlich, großartig, ich würde jetzt mal behaupten, keine Probleme. Mein Mann und ich verstehen uns gut, mit dem Kleinen verstehen wir uns gut. Also von daher finde ich da leider keine andere Erklärung für. Deswegen, ich denke, es wird etwas Motorisches sein. Ich schaue mir das mal an. Wenn Kinder auffällige Verhaltensweisen an den Tag legen, bin ich der Meinung, dass man als erstes das Kind direkt ansprechen sollte. Man sollte nach Sorgen oder Problemen fragen. Und gibt es hier keine Klärung, kann man den Kinderarzt und eine Kinderpsychologin zu Rate ziehen oder halt auch eben mich. Um uns kennenzulernen, wollen wir erstmal ein bisschen gemeinsam hier auf dem Trampolin springen. Du kannst ruhig ein bisschen näher kommen, wenn du magst. Und erstmal ein bisschen mit mir wippen. Während Mutter Nora noch auf ihren Mann wartet, möchte die Familienhelferin klären, ob Till nicht mehr vorwärts laufen kann oder ob er es nicht will. Die lustigen Übungen lockern den Grundschüler und zeigen, seine motorischen Fähigkeiten können sich sehen lassen. Klasse, komm, ein High Five für mich. Super hast du das gemacht, sehr gut. Also die Beine können sich schon nach vorne bewegen, ne? Das ist die Frage, warum die das beim Laufen nicht machen. Wenn ich ein Kind zum Beispiel mit einem Wettrennen herausfordere, dann vergisst es seine aktuellen Probleme, seine aktuelle Situation, ist so in dem Spiel vertieft, dass es eventuell doch physiologische Verhaltensweisen zeigen kann, so wie das Geradeausrennen bzw. das Vorwärtsrennen, was Till dann auch super mit mir im Wettrennen gezeigt hat. Da vorne, ne, da ist eine ganz tolle Rolltreppe und ich wette, ich komme da schneller runter als du und ich bin auch als erstes da. In deinen Träumen. Till läuft im Wettrennen ohne Probleme vorwärts und Mia Odenthal spornt den Jungen immer weiter an. So, jetzt wollen wir schauen, wer kann schneller rutschen. Los geht's. Till genießt das ungezwungene Spielen. Ich besiege dich im Schlaf. Mit den spielerischen Übungen der Motopädin kann der Junge richtig locker lassen. Der Grund für sein Rückwärtslaufen liegt also nicht in seinem Bewegungsapparat, sondern offenbar woanders. Ich bin ganz begeistert, ich bin ganz aufgeregt. Ich habe mir das ja grob angeschaut auf dem Trampolin. Ich kann das verstehen, dass Sie jetzt aufgeregt sind. Ich würde Ihnen aber trotzdem gerne kurz ein paar Sachen dazu erklären. Ja. Ich habe jetzt kein komplettes Testverfahren angewendet, sondern ich habe einfach mal grob geschaut, wie ist seine Motorik, ist er beweglich, sein Muskeltonus und so ein paar grobe Sachen mir angeschaut. Und ich habe deutlich gesehen, dass da erstmal keine Auffälligkeiten sind. Und man sieht ja auch, er kann sich ganz normal vorwärts bewegen. Ich gehe jetzt davon aus, dass dieses Rückwärtslaufen irgendwie eine gewollte Sache von ihm ist. Also das hat irgendeinen anderen Hintergrund. Das wird keine Motorikstörung sein. Weil man kriegt ja jetzt mit, wenn man ihn lässt, wenn man die Situation spielerisch aufbaut,
dass er dann direkt da darauf anspringt und sich halt toll vorwärts bewegt und gar keine Probleme zu haben scheint. Ja, das stimmt. Wenn sich Kinder auffällig verhalten und ich ihre Motorik getestet habe und ich da keine weiteren Auffälligkeiten feststellen kann, also die Ursache nicht in der Motorik liegt, dann muss ich natürlich hinterfragen, woher kommt das Problem? Und dann gehen dahin die Forschungen. Das geht natürlich nur mit einer Familienanamnese. Man muss das Kind beobachten, geschickte Fragen stellen, die Eltern fragen, um die Geschichte und das Puzzle langsam zusammenzusetzen. Was ist denn in letzter Zeit bei Ihnen gewesen? Gab es irgendwie Veränderungen oder so, die er mitgemacht hat? Dass es irgendwie einen Grund gibt, ja. Ein Gefühl dafür? Also wann gab, war das? Es gab schon eine kleine Veränderung. Wir sind so vor 6 Wochen ungefähr umgezogen. Okay. Und ich vermute, dass es Till etwas schwer fällt, hier Freunde zu finden. Neue Umgebung, neue Schule, wissen Sie? Mia Odenthal hält es für möglich, dass der Grundschüler seinen Eltern mit dem Rückwärtslaufen zeigen will, wie unglücklich er über den Umzug ist. Als Tills Vater dazukommt, passiert mit dem Schüler etwas und er verfällt in alte Muster. Sorry, oh Gott sei Dank. Straße war wieder die Hölle los. Stell dir vor, ja, Till ist vorwärts gelaufen. Mia Odenthal, nee. Hallo. Ja, wirklich. Ohne Witz. Ja. Seit wann? Bis eben. Läuft doch rückwärts. Ja. Aber er ist vorwärts auch da hochgeklettert und die Treppe hochgelaufen. Ganz interessant war dann, dass er sofort wieder rückwärts gelaufen ist, als sein Vater hinzugekommen ist. Und das ist natürlich für mich dann der Gedanke, dass es mit dem Vater zusammenhängen kann. Komm, großer, tu mir den Gefallen. Zeig mal dem Papa, wie du vorwärts gelaufen bist, bitte. Ich hätte aber noch eine andere Idee. Pass mal auf, wir können da hinten mal zu dem Tower gehen. Und dann kannst du mir mal erklären, wie man richtig gut rückwärts läuft. Weil das könnte ich ja vielleicht von dir auch lernen, oder? Ja. Dann darfst du in deinem üblichen Gang einmal losgehen und wir wandern mal hinter dir her. Meinetwegen rückwärts, ist jetzt erlaubt. Ich guck mir das von dir an. Dadurch, dass der Junge jetzt rückwärts laufen darf, erhofft sich die Physiotherapeutin einen besseren Zugang zu dem Kind. Mia Odenthal lässt sich von ihm leiten und greift dann in die Trickkiste. Dabei setzt sie auf die lebhafte Fantasie des aufgeweckten 7-Jährigen. Wollen Sie das weißt hier du, was machen? Das ist? Das ist meine Zeitmaschine. Komm mal zu mir. Komm her, ich erkläre dir das mal. Das ist meine Zeitmaschine. Da vorne, schau mal, da ist der Eingang. Weißt du, was man da machen kann in der Zeitmaschine? Zeit zurückdrehen. Ja, vor und zurück, egal wo man hin will. Man kann einfach die Zeit umdrehen oder verdrehen und einstellen, wie man die haben will. Traust du dich denn mit mir da mal reinzugehen? Mama und Papa warten hier unten. Okay. Auf den Tower zu gehen, ist eine gute Möglichkeit, um das Kind herauszufordern. Natürlich kann man hier ein paar Schritte rückwärts den Weg bestreiten, aber letzten Endes fordert der Tower einen auf, vorwärts, zügig und ja, mit aller Kraft da durchzupowern. Und das hat ja hier auch geklappt. Jetzt, wo sein Papa nach dem Ende seines Arzttermins auch dabei ist, lässt sich Till nicht mehr so einfach vom Vorwärtslaufen überzeugen und will den Parcours nur rückwärts bestreiten. Die Familienhelferin weiß noch nicht, dass der Junge damit etwas ganz Bestimmtes erreichen will. Guck mal, vorwärts würde das alles viel schneller gehen. Wir wollen noch die Knöpfe finden, wo wir die Zeit verstellen können. Super, hey, siehst du? Plötzlich geht es für Till nicht mehr schnell genug. Der 7-Jährige kann es kaum erwarten, die Zeitmaschine zu starten. Pass auf, ich erkläre dir das kurz, hier in meiner Zeitmaschine, ja? Alle Kinder, die ganz weit zurück in die Vergangenheit wollen, die drehen ganz schnell an der Rolle. Und zwar rückwärts, also nach hinten. Oder warte, warte, hör mir zu. Wenn du in die Zukunft willst, kannst du auch vorwärts drehen. Aber eins musst du wissen, umso schneller du drehst, umso weiter kommst du auch nach hinten in die Vergangenheit oder so weiter nach vorne in die Zukunft. Du musst überlegen, was du möchtest, ja? Dann stell mal die Zeit für uns ein. Ich bin gespannt. Ui, das ist aber ganz weit zurück. Wahnsinn. So, jetzt halten wir die Rolle hier mal an und dann musst du jetzt hier durchflutschen, hier unten durch, um verzaubert zu werden, um in der Zeit zu landen, wo du uns hinhaben wolltest, ja? Traust du dich? Ich bin bei dir. Dann flutsch mal durch und lass dich verzaubern. Er hat das Rad der Zeit ganz weit zurückgedreht, hat sich dann verzaubern lassen und dann habe ich zu ihm gesagt, komm, rutsch mal runter und schau mal, wo du angekommen bist. Was schauen wir jetzt? Ob wir in der Zeit landen, wo du hin wolltest, oder? Ich bin mal gespannt. Dann gib Gas und trau dich. Los geht's. Hey. Till, da bist du ja wieder. Und? Juhu. Wie läuft's? Prosa, ne? Geht's dir wieder gut? Ja, es mir gut geht. Was meinst du? Erzähl mir das mal. Warum geht's dem Papa denn nicht gut? Weiß ich nicht. Du weißt es nicht? Aber du hast es mitbekommen, dass mit dem Papa irgendwas nicht stimmt? Ja. Oh Gott. Was hat er denn mitbekommen? Ich bin jetzt auch nicht im Bilder. Also ich krieg nur mit, dass ihr Sohn mir gerade schildert,
Oh, das tut irgendwas mir so leid, das tut mir echt so leid. Ja, ich bin seit 6 Wochen schon in Behandlung wegen dem Burnout. Ich musste auch den Job wechseln. Tills Vater Oliver hatte gehofft, dass ein Jobwechsel ihm guttun würde. Aber die Veränderung hat ihn bisher wenig entlastet. Der Werbekaufmann und seine Frau wollten ihren Sohn nicht mit den Problemen belasten. Aber der 7-Jährige hat mehr mitbekommen, als ihnen bewusst war. Wir sind doch immer für dich da. Du bist unsere Nummer 1. Genau. Immer. Machen wir das in Zukunft so? Versprochen? Ja. Und okay. Was mir auch ganz, ganz wichtig ist, dass du mal Folgendes weißt. Kinder haben gar nicht die Aufgabe, sich darum zu kümmern, dass es den Erwachsenen gut geht. Und das müssen Mama und Papa machen, ne? Das ist deren Aufgabe und die sorgen dafür, dass es allen in der Familie gut geht. Und wenn irgendwie ein komisches Gefühl in deinem Bauch auftaucht, dann musst du dir Hilfe holen. Und zwar als erstes bei Mama und Papa. Und das kann man nur, wenn man spricht. Letzten Endes bin ich spielerisch an ihn herangekommen und wir konnten herausfinden, dass er gerne die Zeit zurückdrehen wollte, nämlich genau zu dem Zeitpunkt, wo es seinem Vater noch gut ging. Und das war das Rückwärtslaufen. Damit wollte er das bewerkstelligen. Er hatte nämlich in einem Zeichentrickfilm gesehen, wie ein Superheld das machen kann und er hatte versucht, das auch in Realität umzusetzen. Die Familienhelferin und Tills Eltern konnten dem Grundschüler erklären, dass sein Vater sich nun helfen lässt. Seitdem läuft der 7-Jährige wieder vorwärts. Dank seiner Therapie geht es Papa Oliver inzwischen schon wieder besser.